Willkommen zurück zu Zoo Tycoon. Wir haben glückliche Löwen gebaut und hier sind schon richtig viele Menschen am Start. Und die wollen wir jetzt natürlich extrem glücklich machen, indem wir denen Fressen geben und so. Also Menschen, Fressi, Happy, Happy und so. Ja, ich sollte die Klappe halten. So, dafür geht's hier weiter. Amphibienhaus verfügbar. Und ich würde sagen, wir bauen das hier so in die Ecke. Ich glaube, das finde ich schön. Haben wir denn schon eine Hecke? Nee, leider noch nicht. Ich möchte das eigentlich schon, glaube ich, hier hinbauen. Aber dazu müssen wir auch noch ein bisschen Begradigungsarbeit leisten. Machen wir natürlich. Huch. Dieser blöde Zaun hier mit runtergerutscht. Das ist aber nicht so schlimm. Den machen wir weg und machen einfach einen neuen dahin. So. Jetzt stürzen sich hier vermutlich gleich die Kinder runter. Oh, guckt euch den Löwen da an. Der ewige Kreis dreht sich unser Leben. Ja. Okay. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ach Gott, das hat man davon, wenn man einmal anfängt hier zu singen. So, Toiletten. Wir brauchen auf jeden Fall Toiletten. Definitiv. Die Leute flippen sonst richtig aus. Ich möchte das... Ach, hör doch mal auf, Mann. Was drückt die denn so dumm hier rum? So. Ich baue das hier so hinten hin. Und zwar die Toiletten... Weißt du, niemand will ja gern immer die Toiletten so als erstes sehen, ne? Niemand möchte das. Wie mache ich das jetzt? Das gefällt mir alles gerade noch nicht so gut, aber wir bauen mal hier die Toiletten hin. Und dann den Weg hier so rum. Und dann möchte ich gerne einen Souvenirshop bauen. Passage für Kinder... Arktische Birke, ja, vielen Dank. Eine Saurier-Souvenirladen. Nee, ich hätte gern erstmal diesen ganz normalen. Gibt es den noch nicht? Restaurant, Tropenaquarium, Atlantischer Souvenirladen, Theater, Arktischer Souvenirladen. Wo ist denn dieser ganz normale? Im Tierenhaus, es gab doch immer so einen ganz normalen, oder bin ich blöd? Eine Saurier-Souvenirladen. Bin ich jetzt echt so dumm oder ist der einfach auch noch nicht freigeschaltet? Das wäre doch irgendwie kacke, oder? Sonst warte ich einfach mal noch kurz damit, bis ich den baue. So, die dürfen jetzt alle aufs Klo gehen. Ach halt, da fällt mir noch was ein. Und zwar wollen die Leute ja auch eventuell sitzen. Das können sie hier tun. So, und dann brauchen wir Mülleimer. Einfach, weil Leute Schweine sind. Und da wir dann jetzt auch Müll haben, brauchen wir einen Wartungsarbeiter. Der macht auch den Müll weg. Zooführer brauche ich erstmal noch nicht. Wissenschaftler, ja, nee, brauchen wir erstmal noch nicht. Für ein Gehege ist das jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ihr werdet nicht glauben, was die Leute für Dreckschweine sind, ja. Wie viel Müll die halt einfach produzieren. Und deswegen brauchen wir das halt unbedingt. Chinesische Baumweide, ja, 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 vielen Dank. So, boah, ich bin so langsam, das tut mir echt leid. Ich hoffe, das ist jetzt nicht richtig scheiße, dass das hier so langsam vorwärts geht, nur aber. Jetzt hätte ich hier ein Bäumchen hingestellt, aber wir brauchen da kleine, dünne Bäumchen. Ach doch, hier sind doch die Hecken. Hier sind die nämlich. Ey, Mensch. Er läuft ja mit zweimal dahin, wo ich ihn klicken will. So. Gibt es auch ein paar Bäumchen für die Leute. Haben wir jetzt schon den coolen Zaun? Ne, ich glaube, das dauert immer lange, bis der Zaun kommt. Deswegen werde ich mal noch warten mit dem Zaun. So, das können wir jetzt farblich hier noch anpassen. Sollen wir ein Mädchenzoo machen? Jo. Huch, das wird ein Mädchenzoo. Hübsch, nicht wahr? So, haben die sich schon vermehrt? Das dauert ja. Normalerweise geht das immer wirklich sehr zügig. Bei den Löwis.
Ja, ich warte jetzt hier noch mit dem Gedöns, weil, wie gesagt, ich warte hier auf die schöneren Zäune. Und dann wird das eh alles anders gemacht. Ja, ja. Ich würde jetzt hier gerne eigentlich den Souvenirladen hinbauen, aber ich könnte natürlich auch die Fressmeile da hinbauen. Und den Souvenirladen dann einfach auf die andere Seite oder so. Ist vielleicht dann nicht so verkehrt, wenn das jetzt irgendwie noch dauert. Okay. So. Wir brauchen... Will ich das direkt da dran machen? Eigentlich nicht. Getränke. Hot Dogs. Und ich glaube, Pizza gab es doch auch noch. Aber vielleicht dauert das auch noch. Okay, das dauert vielleicht einfach noch. Dann gibt es halt erstmal nur Getränke und Hot Dogs. Bauen wir später einfach noch aus. So, dann wollen die Leute natürlich auch irgendwo sitzen. So. Und dann machen wir da auch eine schöne Fläche hin. Na, wir haben schon ein bisschen was freigeschaltet. Das ist ja schön. So, das mache ich mal weiß, einfach damit sich das hier ein bisschen unterscheidet. Oder ist Beton irgendwie zu hässlich? So. Und dann brauchen wir natürlich Mülleimer. Weil die Leute halt einfach Dreckschweine sind. Vogelhaus. So. So funktioniert's. So, und das dahinter machen wir jetzt mit irgendwelchen dichten Bäumen oder Büschen einfach. Weil der ist definitiv zu klein. Damit die Leute da nicht so direkt so drauf gucken. So. Dann haben wir Klos und fressen können die auch. Das heißt, die Besucher werden schon mal relativ zufrieden sein, vermutlich. Was macht Löwi? Löwi hat Hunger, aber da liegt doch Fleisch. Warum gefällt ihm denn das ja mit den Unterständen? Das gibt sich aber. Und das ist jetzt auch nichts, was diesen Löwen so nervt, dass er demnächst draufgehen wird oder so. Deswegen ist das nicht so schlimm. So. Läuft doch. Das gefällt mir. Sollen wir den allen Namen geben? Nö, habe ich irgendwie keine Lust. Ihr könnt euch ja Namen ausdenken und dann benenne ich die Tiere so, wie ihr das gerne möchtet. So, was sagen denn die Besucher so? Zufriedenheit ist okay. Mal gucken, was der so sagt. Ich bin hungrig. Löwe 2 sieht sehr glücklich aus. Schön, dieser geflochtene Blumenkorb. Er meint, glaube ich, den hier, den man gerade nicht sehen kann. Weil ich alles dazu gebaut habe. Da. Findet er schön. Das habe ich also schon mal richtig gut gemacht. Und als nächstes erhöhen wir mal die Preise, weil wir jetzt Tiere haben. Und was zu essen. Ich meine, wer würde denn nicht 22 Dollar bezahlen für 4 Löwen und ein bisschen Fressstände, die man im Übrigen auch noch bezahlen muss. Ja, Toiletten nehmen wir natürlich nichts ein. Das ist eigentlich schade. Insektenhaus. Ich würde das ja eigentlich gerne so haben, dass man das selbst entscheiden könnte, weil, ja, es gibt doch durchaus Zoos und auch andere Freizeitgestaltungen, sage ich mal, wo man für die Klos auch bezahlen muss. Und da ich gierig bin, würde ich das genauso machen. So. Der nimmt natürlich noch nicht so viel ein, aber die Preise lassen wir erstmal so. Die können wir richtig hochschrauben. Wenn es richtig voll wird, dann kaufen die Leute nämlich trotzdem es. Egal, wie teuer das ist. Was? Löwenpflege hat Probleme, zu großer Kothaufen zu gelangen. Wo denn? Wo ist denn ein großer Kothaufen? Sehe ich nicht. Der lügt doch. Oder er hat es schon weggemacht. Kann natürlich auch sein. Wuhu! Hört ihr die Leute? Die sind voll happy und so. Weitere Tiere und Objekte. Schnell nochmal gucken. Nach meinem Zaun, ob der jetzt da ist. Nö. Wege wenigstens. Hm. Huch. Ja, ich habe mich verdrückt. Da kommt gleich so ein Todesgeräusch daher. Haben wir denn jetzt diesen Zooplan? Vielleicht?
Zooplan. Da. Zooplan. Nein, 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 nein. Ich muss mal eben kurz die Bäume wegmachen, sonst sehe ich hier nämlich nicht, wo ich das hinstelle. Kommen die dann noch durch? Schon, ne? Tada! Die Leute wollen das ja direkt sehen, denke ich mal. Ich bin immer unentschlossen, immer. Pteranodon-Haus. Oh, hier ist doch eine Löwenstatue, ne? Die kann man ja eigentlich hier machen. Jetzt ist es hier eigentlich schon so zu voll mit den ganzen Blumen und so. Mach das mal dahin. Der Pfleger kommt da ja trotzdem hin. Den dürfen wir natürlich jetzt nicht zubauen. Das wäre richtig blöd. So. Diese Special-Effects-Geräusche, die sind auch super, ne? Löwenpfleger hat Probleme zu... Wo denn? Ja, wo läuft er denn auch rum? Wenn ich hier draußen rumlaufe, würde ich da auch nicht drankommen, würde ich mal behaupten. Ich tausche den gleich aus, er nervt mich. Geh doch da rein auch! Aber wo ist da überhaupt ein... Wo ist denn da ein Haufen? Jetzt mal ohne Witz. Der läuft immer rein und raus. Oder liegt der da drauf? Da sieht... Ja. Ich glaube, dieser Löwe hat sich eingesperrt. Und deswegen kommt er da auch nicht ran. Weil der hier, die hier nicht durchkommen können. Deswegen müssen wir das mal kurz wegmachen. Machen wir aber gleich wieder hin. Nur woanders. Machen wir es hier noch hin. So. Deswegen hatte der auch Hunger und ist nicht fressen gegangen. Huch. Und der verhungert auch bald. Mist. Das hätte einem früher auffallen können. Ist nicht so schlimm. Warum auch immer der jetzt nicht fressen geht. Aber dieser NPC-Löwe wird schon wissen, was er tut. Ich meine, ist er nicht krank. Ja, voll gesund. Das ist doch schon mal enorm wichtig. Ja, jetzt geht er futtern. Jetzt haut er erstmal hier seiner Kollegin so richtig aufs Maul. Damit er fressen gehen kann. Ist das nicht eine wunderschöne Grafik? Ne, ihr seht, sobald man ranzoomt, ist es nur noch Pixelbrei. Aber ja, so waren die Spiele damals. Deal with it. Und es ist auch nicht so schlimm, oder? Man erkennt ja immerhin, worum es geht. Primatenhaus. Und das ist doch das Wichtigste. So, was ist eigentlich mit meinem Souvenirladen? Ist der jetzt da? Ich glaube, da war immer so ein Koala drauf oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Schwimmhäuschen, das können wir auch noch alles bauen nachher. Ist das aufregend? Da. Das ist er doch. So, der kommt dann direkt mal dahin. Und auch den passen wir natürlich jetzt farblich an. So. Und boah. Bonbonfarben. Alter. So, wir wollen ja hier Mädchenzone. Habe ich ja angekündigt. Wird dann auch so sein. So, und dann gab es doch immer so jede Menge Dekoblümchen. Genau. Das werden wir direkt auch mal schön machen. So. Und wenn dann der Zaun endlich da ist, können wir das auch alles noch hübsch einzäunen. Aber ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir haben jetzt schon ein halbes Jahr rumgequatscht und fast nichts erreicht. Das ist alles schon mal sehr gut. Wir können dann demnächst... Bengalischer Tiger ist jetzt verfügbar. Ja, wir können dann auf jeden Fall richtig loslegen. Sobald hier alles frei ist. Das dauert nicht mehr so lang. Was ich bei dem Spiel immer ein bisschen nervig fand, das war einfach schon immer so, ist, ihr seht das jetzt hier,
Die Leute gehen hauptsächlich hier so außen. Ne? Dann gehen zwar ein paar hier hin und gucken sich die Löwen an und so. Das sollen die auch. Aber die gehen im Prinzip dann immer den kürzesten Weg halt. Ist natürlich klar, ne? Und das ist so programmiert, dass das so sein soll. Das Tyrannosaurus Rex, jawohl. Aber das sorgt halt auch später für viel Verschmutzung und Verstopfung. Also auf den Straßen. Und das ist leider immer ein bisschen schade, dass sich das dann nicht so ein bisschen aufteilt. Aber das ist auch nicht das Drama. Es macht hier nichts kaputt oder so. So wie in, wie man das aus SimCity kennt oder so. Das passiert hier nicht. Aber es ist schon zum Teil auch ärgerlich. Jetzt haben wir hier einen Eisstand, den stellen wir noch dazu. Nam, 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 nam. Boah, ich hätte jetzt auch richtig Bock auf Eis gerade eigentlich. So, wie sieht's denn aus? Nehmen wir was ein? Na, bis jetzt haben wir $13 gut gemacht damit. Narwhals, narwhals, swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome.